In diesem Video zeige ich dir, wie du Soundswitch mit deinen DJ-Controllern bzw. mit deinen DJ-Workstations, dem Prime Go, dem Prime 2 oder dem Prime 4 benutzen kannst. Wenn du jetzt also Soundswitch per USB mit deinem Prime 4, deinem Prime 2 oder deinem Prime Go verbunden hast, dann kannst du über das Swipe-Down-Menü zu Ancient Lighting wechseln. Ist dieser Button hier nicht vorhanden, musst du zunächst in die Settings gehen, dort auf Services und quasi diesen kleinen Schalter hier betätigen, um Ancient Lighting zu aktivieren. Bei uns ist das Ganze natürlich schon aktiviert. Wir wechseln also auf den Button Ancient Lighting und dann startet hier Ancient Lighting. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, werdet ihr jetzt gleich hier oben im Display sehen, da hängt nämlich ein Moving Head, dass der sich gleich bewegen wird. Da ist es schon. Das heißt, jetzt hat sich die Ancient auch schon verbunden und ihr hört sicherlich sehr laut rauschen. Tut mir leid, ich habe hier nur so billige Moving Heads mit Lüfter, die verdammt laut sind. Also keine Gala-Moving Heads. Ihr könnt jetzt auswählen zwischen zwei Varianten, wie ihr Ancient Lighting bzw. Soundswitch benutzen könnt. Es gibt einmal die Basic-Variante, dort hat man so die wichtigsten Funktionen quasi auf einen Blick. Ich empfehle die Basic-Variante auf jeden Fall mal auszuprobieren, nicht gleich zur Pro-Variante zu wechseln. In der Pro-Variante hat man natürlich viel, viel mehr Funktionen, aber die Basic-Variante reicht in vielen Fällen, glaube ich, aus. Und es ist alles eben auf einem Display ein bisschen übersichtlicher. Ich glaube auch, dass die Basic-Variante, und das ist auch das, was ich am Prime Go so festgestellt habe, gerade für die Controller mit den kleineren Displays, also den 7-Zoll-Displays, die bessere Option ist. Deswegen, also gerade wenn du ein kleineres Display hast, dann würde ich auf jeden Fall die Basic-Variante benutzen. Wir gehen jetzt auch mal in die Basic-Variante rein, einfach um es euch uns anzuschauen. Und das nächste, was wir direkt hier gefragt werden, ist, wollen wir Philips Hue verbinden? Ja, das kam ja mit dem letzten Software-Update von Soundswitch, die 2.3, mit dazu. Das heißt, ihr könnt auch Philips Hue-Lampen mit Soundswitch steuern und das könnt ihr natürlich auch mit eurem Prime 4, Prime 2, Prime Go und natürlich auch den Playern. Dazu kommen wir im nächsten Video. Aber es ist auf jeden Fall möglich, hier auch Philips Hue zu steuern. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Wenn ihr also Philips Hue-Lampen habt, dann drückt ihr einfach auf Yes. Wenn ihr auf No drückt, schließt sich das Fenster einfach und ihr habt die Ansicht. Ich klicke jetzt mal auf Yes, einfach um es kurz zu zeigen. Ja, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier den Philips Hue zu aktivieren. Dann müsst ihr einfach den Button aktivieren. Funktioniert allerdings nur, wenn ihr auch per Wi-Fi eingeloggt seid oder per LAN in dem Netzwerk drin sind. Ich kann jetzt hier nichts aktivieren, weil ich eben nicht im Netzwerk drin bin. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ansonsten sind die Einstellungen genauso, wie man es auch von Soundswitch kennt, von der Software. Wenn ihr euch darüber ein extra Video wünscht, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich nehme euch da gerne ein Video auf. Ich will euch an der Stelle gerade noch die ganzen Einstellungen kurz zeigen, die ihr hier vornehmen könnt. Wenn ihr jetzt auf DMX Interfaces geht, seht ihr hier die verbundenen DMX Interfaces. In dem Fall seht ihr hier, ist der erste Eintrag hier Soundswitch Micro USB to DMX. Das seht ihr also, da ist das Universum schon drin und ihr könnt hier auch noch auswählen, welches Universum genutzt werden soll oder ob es inaktiv geschaltet wird. Und ihr könnt natürlich an eurem Prime 4 zumindest oder auch an den Playern mehrere Universen verbinden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel Sinn macht, aber rein technisch wäre es auf jeden Fall möglich. Dann gehen wir hier mal auf General, die General-Einstellungen. Dort haben wir einmal den Ancient Lighting-Status. Ihr könnt also Ancient Lighting auch hier deaktivieren, einfach ausschalten. Wir haben hier Sync-Offset, das heißt, wenn ihr bemerkt, dass einfach die Kabellänge zu lang ist oder aus irgendeinem anderen Grund das Licht nicht ganz synchron ist zum Ton, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze zu synchronisieren. Hier könnt ihr einmal in Millisekunden quasi
nach vorne springen oder auch in den Minusbereich springen. Also könnt es entweder ein bisschen nachlaufen lassen oder eben schneller laufen lassen, sofern das irgendwie notwendig sein sollte. Der dritte Menüeintrag hier sind die Advanced Controls. Das ist im Prinzip nichts anderes wie der Professional Mode, den wir am Anfang angezeigt bekommen haben. Wir konnten uns hier zwischen Basic und Professional entscheiden. Und wenn ich das jetzt aktiviere, passiert nichts anderes, wie dass das System umstellt auf den Professional Mode. Randomize Auto Loops bedeutet, dass er quasi nicht nach der Hierarchie der Auto Loops durchläuft. Also ich zeige es euch einmal kurz. Wir haben ja hier die Auto Loops und dann würde er quasi immer erst den, dann 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 den und so weiter durchfahren. Und wenn ihr in den Einstellungen hier Randomize aktiviert, dann ist es so, dass er quasi ja, wild durcheinander die Auto Loops abspielt. Hier haben wir einen Button Override Scripted Tracks. Ich habe euch ja im vorhergehenden Video erklärt, dass ihr auch eure Songs analysieren könnt und perfekte Lichtshows zu den einzelnen Songs programmieren könnt. Wenn ihr das gemacht habt und merkt, ja, ich will das jetzt aber nicht, sondern ich will das manuell machen, ich will nur Auto Loops, dann könnt ihr hier Override Scripted Tracks aktivieren und dann wird quasi werden die Scripted Tracks überschrieben mit den Autoloops. Hier haben wir noch eine Einstellung Loop Autostrobe. Wenn ihr diese aktiviert, dann wird automatisch ein Strobo aktiviert, wenn ihr den Loop-Button benutzt am eurem Player. Und das Ganze wird natürlich dann auch taktgenau gemacht. Das heißt, wenn ihr dann den Loop-Button kleiner dreht und irgendwann auf 1/32 oder so sind, dann wird der Strobe-Effekt auch schneller. Und wenn ihr quasi nur in einem 1er-Loop drin seid oder so, dann ist der halt ein bisschen langsamer. Also es wird auch soweit angepasst. Hier haben wir die Möglichkeit Broadcast Artnet. Das ist eine Funktion, die ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Aktuell und offiziell funktioniert Ancient Lighting nur mit dem Sound Switch Interface. Ich weiß nicht, ob da geplant ist, Artnet zukünftig zu unterstützen oder was das zu bedeuten hat. Ich konnte in den Anleitungen so bisher auch noch nichts rausfinden. Da würde ich sagen, seid einfach mal gespannt oder wenn euch das Thema mehr interessiert, schreibt es in die Kommentare rein, dann recherchiere ich da auch nochmal ein bisschen tiefer nach. In dieser Funktion, und ich finde, das ist ein bisschen schlecht beschrieben, das muss ich wahrscheinlich auch nochmal ins Forum reinschreiben, Strobes. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, Strobes generell zu deaktivieren, gerade auch bei Autoloops oder Scripted Tracks, wo ihr Strobe-Effekte mit eingebaut habt, werden die Strobe-Effekte dann nicht abgespielt. Das kann zum Beispiel mal sinnvoll sein auf einer Hochzeit, wenn ihr nur Hintergrundmusik macht oder beim Eröffnungstanz, wo man wahrscheinlich eher kein Strobe haben möchte, dann könnt ihr hier Strobe deaktivieren. Der nächste Menüpunkt hier, Philips Hue, ist ausgegraut, weil wir ja nicht im Netzwerk sind, aber hier könntet ihr eben auch Philips Hue nochmal aktivieren. Und jetzt haben wir hier einen Bereich Active Faders, das heißt, auf welche Fader von eurem Controller soll SoundSwitch reagieren. Wir haben hier beim Prime 4 eigentlich nur die Möglichkeit, zwischen 4 und weniger Fadern zu entscheiden. Der Prime 2 und der Prime Go haben natürlich nur Channel 1 und 2. Hier seht ihr jetzt auch noch die installierte SoundSwitch-Version, die installiert ist, also die 2.3.0.353. Jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigen Arbeitsschritt, um SoundSwitch bzw. Ancient Light ordentlich verwenden zu können. Ihr müsst hier oben auf das USB-Symbol einmal draufklicken. Und wie schon erwähnt, hier die richtige Quelle auswählen, also Select Data Source, in dem Fall bei mir Musik, die SD-Karte. Hier könnt ihr das Projekt auswählen, Lightshow und hier die Venue. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Venues angelegt, einmal zu Hause, einmal die KLS Laser Bar. Und wenn ich die jetzt wechseln würde, also die KLS Bar benutzen wollen würde, müsste ich einfach hier die Venue wechseln. Dann fragt er mich hier und sagt Bescheid, hey, also wenn du das jetzt machst, dann werden die Lichter kurz aus sein. Willst du das wirklich machen? Ja, will ich machen oder halt nicht. In dem Fall bin ich zu Hause bei mir im Studio. Brauchen wir also jetzt nicht machen. Ich habe ja schon die richtige
richtige Sequenz quasi angewählt, die richtige Venue. Ich gehe jetzt einmal hier oben auf den Button Smart Light Control und ihr seht jetzt quasi hier die Ansicht, mit der wir die Lichtshow schon kontrollieren könnten. Das erkläre ich euch dann ganz genau im übernächsten Video. Wir schauen uns jetzt einfach einmal an, funktioniert denn alles? Dazu gehe ich jetzt hier einfach mal auf den Song drauf, lade den in ein Deck rein. Hier haben wir schon einen und wenn ich jetzt den Fader hochmache, ihr solltet es wahrscheinlich schon hier im Display sehen. Ihr seht ja hier ganz schön den Moving Head, der geht jetzt schon an, wenn ich den Fader hochmache. Und sobald ich jetzt hier auf Play drücke, wird der Moving Head auch schon loslaufen und wird dann dementsprechend seine Abfolgen quasi abfahren, die er so einprogrammiert hat. Und auch Lichter, die man so im Raum verteilt hat, sind dann schon mit am Start. Ich werde euch jetzt gleich noch ein bisschen einblenden, wie das Ganze dann hier bei mir im Büro so aussieht. Das ist übrigens mein Livestream-Setup, mit dem ich dann auch meine Livestreams so mache. Und ja, ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut, sehr schön taktgenau. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Das passt alles wunderbar und macht wirklich richtig viel Spaß. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn du noch Fragen hast, schreib es in die Kommentare rein. Und wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren würdest, falls du es nicht sowieso schon getan hast. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, dich schon bald hier bei einem weiteren Video begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, unten in die Kommentare rein. Bis bald. Bye, bye.